Also wir sind ja, sowohl Andreas und sein Team als auch wir, sind ja ein bisschen aktiver auf LinkedIn, ja, und posten halt täglich Minimum, oft sogar mehrmals täglich und verschiedene Sachen und haben eigentlich die Klaviatur aller Formate. Und wir werten das natürlich auch aus. Wir haben ja bestimmte Ziele, die wir erreichen möchten. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeiten bei LinkedIn, dass ich mir diese Informationen selber ziehe, was für mich, bis ich euch und euer Angebot kennengelernt hatte, auch gereicht hat. Ja, natürlich gucke ich mir die Views an, die Interaktion, kann dann daraus was ableiten. Oft sind es auch nur so eine Art Chatgespräche auf Topic, dann bist du halt froh, dass du mit den Leuten kommunizierst. Was mir immer gefehlt hat, war, umgekehrt das Ganze aufzuziehen, dass ich sage, ich habe ein bestimmtes Thema und ich weiß, dass die Firma XY dieses Thema schon behandelt hat. Aber ich habe nicht die Gelegenheit gehabt, mit denen zu interagieren oder es hat sich nicht ergeben oder die waren zu weit weg, was auch immer. Und würde gerne einen taktischen Post machen, damit ich die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass diese Zielgruppe meinen Beitrag liest oder mein Video guckt. Sind solche Sachen möglich, dass man taktisch seine Zielgruppe und die Schnittmenge, die man mit seiner Zielgruppe haben möchte, erhöhen kann? Das ist eine ausgezeichnete Frage, Teuer. Danach, Vielleicht danach gehe ich noch mal kommt einen Schritt. eigentlich die eigentliche Frage, das kommt danach. Vielleicht gehe ich noch mal kurz einen Schritt zurück und erkläre vielleicht noch mal, also wo wir herkommen. Wir kommen her aus der Position, wir sind ein Monitoring-Dashboard. Die Frage, die du jetzt letzten Endes stellst, oder so wie ich die aufnehme, ist: Hey, ich habe eine Zielgruppe, die möchte ich auf LinkedIn erreichen. Ich habe eine ungefähre Ahnung oder eine konkrete Ahnung. Und ich würde jetzt ganz gern wissen, wo bewegt sich die Zielgruppe? Wie kann ich die erreichen? Und wir haben ein Freemium-Modell. Das heißt, unsere Plattform ist ja grundsätzlich erstmal free. Du kannst damit starten, du kannst dich anmelden, du kannst das Tool kennenlernen, damit experimentieren. Wenn es dir gefällt, kannst du upgraden. Ganz normal. Und unser Ansatz ist es, dass wir möglichst viele von diesen Daten, die wir jetzt beziehen, benchmarken können. Das heißt, es fließt in einen anonymisierten Pool rein. Und das Ziel ist es letzten Endes, dass wir Aussagen treffen können über die Content-Performance. Und wenn du zu mir kommst und mir sagst: Meine Zielgruppe ist X, die möchte ich erreichen. Mein Ziel ist es, Engagement in dieser Zielgruppe zu generieren. Reichweite ist schön, so du sagst, ist aber jetzt nicht unbedingt das, was mir am wichtigsten ist. Ich will Engagement, ich will eine Connection, eine Beziehung zu meiner Audience aufbauen. Gib mir mal Indikatoren, wo könnte ich diese Zielgruppe erreichen? Dann ist es unser Job, genau diese Correlations zu finden. Also dir zu sagen: Hey, Tolga, unserer Erfahrung nach sind die Leute, die du ansprechen willst, am ehesten Mittwoch vormittags um 9 Uhr aktiv. Und wir haben gesehen, dass folgende Hashtags oder folgende Content-Topics eine erhöhte Aufmerksamkeit bekommen. Ist jetzt kein Garant dafür, dass du daran oder zu diesem Posting-Zeitpunkt tatsächlich auch die meiste, Du das machst meiste gerade die Engagement bekommst. ganzen Gurus arbeitslos, die sagen, dienstags zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr bitte posten. Das würde ja alles relativieren, was die Gurus hier alles prophezeien. Tatsächlich spannend. Also ich will niemand absprechen, dass es nicht generisch Zeiten gibt, die grundsätzlich gut oder besser funktionieren. Kann ich so auch nicht behaupten. Ich glaube, es ist LinkedIn oder jede Social Media Plattform ist allgemein immer ein Stück weit personalisiert. Weil wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, Video ist das beste Format auf LinkedIn, es gibt nichts anderes, dann widerspreche ich ihm entschieden. Es ist ein Format und die Zeit kann entscheidend sein, das Format kann entscheidend sein, die Message kann entscheidend sein, der Hashtag kann entscheidend sein. All das sind natürlich Faktoren, die damit reinfließen. Aber letzten Endes muss es für dich funktionieren. Für das, was du auf LinkedIn erreichen willst. Und das ist mir egal, ob der reichweitenstärkste Post vielleicht am Mittag rausgeht, wenn dein Ziel Engagement ist. Ganz klar. Also deswegen würde ich sagen, ja und nein. Es gibt Zeiten, die eignen sich vielleicht grundsätzlich besser als andere, aber ich würde nicht sagen, dass es generisch für jede Person gilt. Es ist vielleicht ein Indikator.